Unsere Innovationsstrategie sieht ja vor, in jedem der kommenden Fahrzeugmodelle, egal welche Fahrzeugklasse das auch sein mag, mehrere Alleinstellungsmerkmale gegenüber dem Wettbewerb, das sind die sogenannten USPs, mit klar erlebbarem zusätzlichen Kundennutzen anzubieten. Und neben den USPs planen wir mindestens eine sogenannte Durchbruchsinnovation pro Jahr, mit der wir in einer Technologie die Rolle des Schrittmachers übernehmen und die technologische Weiterentwicklung prägen wollen. Und darüber hinaus wollen wir der Öffentlichkeit mehr von der Faszination und Kreativität zeigen, die bei uns in der Entwicklung herrscht. Und regelmäßig wollen wir auf den großen Automobilmessen dieser Welt neue Fahrzeugkonzepte, sogenannte Showcars, präsentieren, die das Zukunftspotenzial der Konzernmarken zeigen sollen. Gerade bei grundlegenden Innovationen ist etwas gefragt, was mit konventionellen Managementmethoden nur schwierig zu erfassen ist: Mut, Kreativität, Fantasie und die Faszination und Begeisterung für neue Ideen. Und diese Werte können meines Erachtens nur dort vorhanden sein, wo man den Mitarbeitern die notwendigen Freiräume lässt. Und wir haben bei der BMW Group ein wichtiges Prinzip: Entscheidungen werden immer dorthin gelegt, wo die Kompetenz liegt. Denn das hat zur Folge, dass Führungskräfte bei der BMW Group mehr Entscheidungskompetenz und mehr Handlungsfreiräume haben als vergleichbare Personen in vielen anderen Unternehmen. Es gibt bei uns kein Denken in Hierarchien, sondern das ständige Bemühen, eine offene, partnerschaftliche Zusammenarbeit zu pflegen. Und so werden selbst bei strategischen Fragen die Manager bis hinunter zur dritten Ebene in den Entscheidungsprozess eingebunden. Das ist bei uns Kultur. Im konzernweit gültigen Mitarbeiter- und Führungsleitbild fordern wir jeden Mitarbeiter auf, sich auf die eigenen Fähigkeiten zu verlassen. Und jeder soll den Mut haben, auch unkonventionelle Ideen einzubringen und in unsicheren Situationen zu handeln. Entwicklungsarbeit, Innovationsmanagement ist ja ein ganz heftiger Umgang mit unsauberen, unklaren Daten und Situationen. Ohne Rückendeckung, ohne Sicherheit, dass das geduldet wird, dass das positiv gesehen wird, sage ich mal, kann Innovationsmanagement in einem Unternehmen nicht blühen. Ich möchte Ihnen über die marktorientierte Strukturierung im Nutzfahrzeuggeschäft bei Volkswagen Nutzfahrzeuge berichten. Der VW-Konzern war über die Jahre auseinandergefallen mit seinen Fahrzeugen und hier war eine Koordinierung notwendig. Die einzelnen Produkte wurden in jeweiligen Regionen und Märkten dezentral gemanagt, traten häufig hinter dem Priorität des Pkw-Geschäfts zurück und mit der Konsequenz, dass man ein unbefriedigendes Ergebnis mit diesem Gemischtwarenladen erreichte, sprich wir waren rot. Das heißt, die Notwendigkeit einer Bündelung der Aktivitäten in einer Hand war offensichtlich. Und die wesentlichen Aktionsfelder, auf denen wir aktiv geworden sind, um die Marke nach vorne zu bringen, sind an sich die klassischen. Das heißt, Volumenstärke, Märkte zu generieren für unsere Produkte, unsere Strukturen und Organisationen anzupassen, dass das auch geräuschlos läuft und optimiert wird. Und eben mit diesen Maßnahmen die Produktivität und gleichzeitig aber auch die Volumen zu steigern und damit den notwendigen Cash zu generieren, um unsere Fabriken wettbewerbsfähig zu positionieren und neue Produkte einzuführen. Es ist damit dann gelungen, einen Turnaround zu machen und die Marke Nutzfahrzeuge profitabel aufzustellen. Sie sehen hier das operative Ergebnis der letzten Jahre. Das sind doch recht erfreuliche Werte. Und der Wert 2002 ist dadurch bedingt, dass wir jetzt ein Umstiegsjahr sind, wo wir unsere Produktpalette geplant erneuern. Das heißt, erst das Geld verdient, dann das Geld einsetzen und dann hoffentlich noch mehr Geld verdienen. So hat sich also Volkswagen Nutzfahrzeug in den letzten 7 Jahren recht positiv entwickelt. Nach einer Phase der Konsolidierung und Restrukturierung und auch einer Internationalisierung können wir heute sagen, dass es gelungen ist, am Standort Deutschland im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge und Freizeitfahrzeuge wettbewerbsfähig zu sein und profitabel. Die Werte entsprechen hier einer Kapitalrendite von oberhalb von 11,5%. Dabei haben wir bei erhöhter Produktivität unseren Personalbestand nicht nur konstant gehalten, sondern auch noch gesteigert, da das Volumenwachstum dieses ermöglichte.
Lieber Herr Wildemann, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich will Sie heute am späten Nachmittag freundlich begrüßen. Es ist eine große Ehre, hier bei diesem 10. Management-Kolloquium vor Ihnen zu sprechen. Das Europa in 10 Jahren wird anders sein als das Europa, das wir heute kennen. Es wird um 1/3 größer sein. Das Bruttoinlandsprodukt der Europäischen Union wird allerdings nur um 5 bis 10% zunehmen, wahrscheinlich pro Kopf sogar sinken. Die Europäische Union wird wirtschaftlich und kulturell weitaus heterogener sein. Wir werden ein Wohlstandsgefälle haben, nicht nur das klassische, was wir kennen von Norden nach Süden, sondern es wird auch eins von Westen nach Osten geben. Insgesamt wird Europa also vielfältiger sein. Und jetzt bin ich bei einem Punkt, der auch viel mit den aktuellen Sachen zu tun hat. Das hat nicht nur mit Ökonomie zu tun, sondern das hat auch etwas mit völlig unterschiedlichen kulturellen Wurzeln zu tun und mit sehr unterschiedlichen historischen Erfahrungen bisher. Bisher war Europa, so wie wir das Wort brauchen in Deutschland, eigentlich identisch mit Westeuropa. Durch die Osterweiterung wird Europa anders werden. Diese Veränderung zu gestalten, diese Herausforderung zu meistern, das wird die große politische Aufgabe unserer Tage sein. Und hier, werte Damen, werte Herren, wird sich entscheiden, ob Europa in Zukunft weiterhin ein gemeinsamer Wirtschaftsraum sein wird oder ob es eine neue Qualität bekommt, eine neue Qualität etwa in staatlicher Hinsicht oder sogar eine Entwicklung zu einer dauerhaften Wertegemeinschaft.